Manche, die kommen dann irgendwann auch nicht mehr anders klar, weil die einfach den Druck nicht aushalten, die Geschwindigkeit, Schlafentzug und so weiter. Die Leute zelebrieren die Mucke nicht mehr so, wie sie es früher mal gemacht haben. Die meisten wissen gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle Farben, Mogwai oder ist das irgendwie DJ Snake. Wahnsinn. Geschmacksmäßig, so wie du sagst. So Leute, herzlich willkommen bei Bee's Kitchen, Deutschlands euphorischste Küche. Und ich sag immer wieder, in der Küche finden die besten Partys statt. Und ich habe heute Mogwai eingeladen. Weltbekannter DJ, hat schon Doppelplatin, mehrfach Goldauszeichnung, arbeitet mit internationalen Künstlern zusammen wie Beyoncé, Britney Spears, Fatboy Slim. Ja? Ja, Sugar Babes, Girls Aloud, Robin Schulz aktuell, alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Und du hast dir Burger oder Steak gewünscht? Ich habe gesagt, wir können beides machen, aber Steak wäre super. Okay, und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute ein Philly Cheesesteak. Das besteht zum einen hier aus einem saftigen Rindersteak von Joseph's Bio. Dann haben wir Zwiebel, Paprika und Petersilie. Einen italienischen Käse namens Provolone. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein weiches Baguette und etwas Butter zum Anbraten. Kriegen wir hin. Wunderbar. Überschaubar. Wahnsinn. Sehr gut. Okay, Mogwai, dürfte ich dich bitten, die Zwiebel einmal in so Viertelstücke zu schneiden? Ja, klar. Ja? Okay, oder auch schon. Richtig würfeln. Nee, nicht würfeln, einfach nur Viertel. Ich als gelernter Metzger, ne? Oh, gelernter Metzger. Ja, meine Eltern hatten ja eine Metzgerei gehabt, also Viertel nur, ne? Genau. Und da musste ich halt schon früh mithelfen. Und dann habe ich jemand gesagt, ich weiß noch nicht, was ich nach der Schule mache. Da meinte mein Vater, kein Problem, dann übernimmst du hier die Bude. Ja. Und dann habe ich mich auch um nichts anderes gekümmert und dann auf einmal habe ich eine Lehre gemacht. Ja. War dann mit Anfang 18 jüngster Geselle Nordrhein-Westfalen und bin dann wieder zur Schule gegangen. Also nur Viertel mehr nicht? Jetzt genau, so klein. Ah, okay. Genau. Wunderbar. Ja, deshalb, also da musste ich dann lernen, Schweine zu zerlegen, Rinder und so. Einen richtigen Handwerksberuf. Ganz genau. Und dann bin ich immer wieder zur Schule gegangen, ja. Habe Abitur gemacht und dann musste ich irgendwo überleben und habe dann mit der Musik angefangen und habe dann immer so, habe mir dann spiel ich irgendwann so kleine Geburtstagspartys oder Techno-Partys für eine kleine Mark und finanziere damit mein Studium. Ja. Somit fing eigentlich das mit der Musik an. Ah, okay. Was hast du studiert, wenn ich fragen darf? Ich hatte erst Wirtschaftswissenschaften studiert und dann habe ich mir gesagt, nee, das ist mir zu dröge. Dann bin ich auf Jura gegangen. Oh. Weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt, ich mache Musik, dann mache ich irgendwann Musikrecht. Und dann hatte ich aber meinen ersten Top-10-Hit gehabt in Deutschland mit Captain Future. Captain Future. Das ist so eine Zeichen, so eine Manga-Serie, die wir neu vertont haben als Dance-Mix und die ging direkt Top 10. Noch vor der Modern Talking Reunion und noch vor dem Madonna Remake. Und da hat mein Anwalt damals gesagt aus Köln, der sagte, wenn du jetzt mal weiter studierst, dann bist du selbst schuld. Aha. Und dann bin ich hier den unseriösen Weg der Musik gegangen. Und auch ganz erfolgreich. Ja, das war aber am Anfang gar nicht so, weil am Anfang haben alle immer gesagt, ja, hier Techno, wer weiß, wie lange das noch geht. Ne? Mhm. Dann ist ja nur so eine Zeiterscheinung von einem halben Jahr oder ein Jahr und dann kommt wieder Rock oder Hip-Hop oder R&B und da war das immer so auf der Kippe. Dann wusste ich nicht, boah, ist das jetzt cool, wenn du das machst und dann hast du ja gar nichts so und Metzger wollte ich sowieso nicht machen. Ne? Ja. Und dann wurde das aber immer mehr. Ne? Nur wer wagt, gewinnt, ne? Sowieso. Ja, ja, ja. Du hast nicht nur die Ausbildung zum Metzger gemacht, wir haben auch ein bisschen recherchiert und wir haben auch erfahren, dass dein großer Wunsch auch immer Jäger war. Also du wolltest immer Jäger werden. Ja, weil ich immer eine Knarre haben wollte. Ja, legal, ne? Legal, ja. Ja, sicher. Ja, Und nee, ach so, ich war halt immer viel draußen mit meinem Vater, der hat hobbymäßig Hunde ausgebildet und gezüchtet. Mhm. Für alles, für Bundesgrenzschutz, für Bundeswehr und allem. Wir waren halt super viel draußen und dann habe ich mir gedacht, ey, so Jäger wäre auch cool. Aber ich meine, das ist so, wenn du sagst, so als Kind, ich will dann auch nochmal Astronaut werden. Ne? Ja, ja. Aber lange her. Darf ich dir einmal bitten, die auch in kleine Stücke, in kleine Würfel zu schneiden? Klar. Hast du noch einige Skills drauf, so aus der Metzgerlehre? Also ich kann auf jeden Fall mit dem Messer umgehen und ich kann auch, wenn du jetzt hier einen Stahl hast zum Beispiel, also so einen Schleifstahl, ja. Könnte ich zum Beispiel hier mein Messer schärfen. So wie hätte wenn ich das mal gewusst, so wie wenn ich du, wirklich so einen Schleifstein mitgebracht. So wie wenn du halt das jetzt normal an so einer Maschine machen würdest. Ja, ja, ja. Ja, wir haben ein Wochenmarktgeschäft gehabt. Also wir waren auf allen Wochenmärkten hier im Ruhrgebiet. Und da musste ich immer, wenn keine Kundschaft da war, musste ich immer die Messer schärfen. Also das ist sehr hängen geblieben. Ja, sehr gut. Ansonsten Bescheid, ne? Meine Messer müssen auf jeden Fall mal geschärft werden. Nee, die sind schon gut scharf. Ja? Ja, ja. Wie wollt ihr das haben?
Einfach so kleine Würfel am besten. Alles klärchen. Das war schon sehr hilfreich damals, so die Ausbildung, so, weil ja, dann mein Vater, der, also ich habe die zu Hause gemacht, die Ausbildung, und da war das halt auch so, der ist da schon echt Feldwebel, der macht da keine Unterschiede, und dadurch habe ich dann auch so, ja, echt so arbeiten gelernt, belastbar zu sein, und das bekam mir dann auch im Nachhinein, so gerade so in der Musikszene, dann sehr, sehr zugute, ja. Weil da läuft nicht immer alles rund, ne? Also gerade, also ist egal, was, womit du dich selbstständig machst, finde ich, da ist nicht immer alles top. Und gib mal ruhig, da habe ich dann, habt ihr hier einen Mülleimer irgendwo? Ja, ja. Da, und das habe ich da sehr gelernt, und von daher war das schon gut. Absolut, ich sag's immer wieder, eine Lehre ist wichtig, ja. Erstens, um Durchhaltevermögen zu beweisen, ja, auch wenn man nicht wirklich Bock drauf hat. Andere Sache, man lernt sich auch ein bisschen unterzuordnen, was natürlich auch nicht verkehrt kommt für den einen oder anderen. Ja. Ja, manche können das gut gebrauchen. Ja, absolut, ja. Und von daher kann ich euch wirklich nur eine Ausbildung nahelegen, Leute. Ja, also auf jeden Fall. Ja, finde ich schon. Ja, und alle wollen studieren, alle sagen, hey, Abitur und so. Klar, ist cool, ne? Ich meine, ich habe das auch gemacht. Aber ist auch nicht alles, ne? Also man muss nicht irgendwie nur studieren, und um da erfolgreich zu sein. Ne? Mein Vater, der hat zum Beispiel immer gesagt, ja, wofür willst du denn studieren? Mhm. Und ein Kumpel von uns, also wir haben einen Nachbarn, der ist halt Rechtsanwalt, und da hat er gesagt, willst du denn so enden wie der? So, dann bist du nur irgendwie mit deinen Mandanten hast du nur zu tun. Kannst du besser eine Bratwurstbude auf der Kranger Kirmes haben? Da hast du mehr von als nachher eine Anwaltskanzlei. Ja, also der ist ja eher mal so ein bisschen geschäftstüchtiger. Dieses Akademische war dem sowieso. Er sagte, wofür brauchst du das? Ja. Jetzt bin ich ja eh wieder hier beim Handwerk gelandet mit Musik. Ne? Absolut richtig. Du kommst viel rum. Hast du schon mal so ein Philly Cheesesteak probiert, gegessen? Noch nie. Noch nie? Nein. Das ist in Amerika der Hit, habe ich mir sagen lassen. Ich habe 6 Jahre in Amerika gewohnt. Ja, wo warst du denn da, wo die das... in Santa Monica, Los Angeles. Santa Monica, Los Angeles. Das wird in New York sehr viel angeboten, ne? In Philadelphia. Ah, oder meint ihr das Philly Cheesesteak? Ja. Yeah. Aber ein Philly Cheesesteak ist ja ohne Fleisch. Wie ohne Fleisch? Ja, es gibt nicht bei Charo. Bei Charo gehört immer Fleisch rein. Ohne Fleisch, hast du das gegessen? Also ich war in Philadelphia, und in Philadelphia, da ist es bekannt für das Philly Cheesesteak. Und das ist eigentlich, ey, müsste ich mich jetzt echt irren, aber ich habe da meinten die, ey, wenn du jetzt hier bist, weil ich, egal wo ich bin, frage ich immer, was muss man gemacht haben? Ja. Und in Philadelphia, da musst du halt auf jeden Fall einmal hier zu der Rocky Balboa-Statue, ne? Also ja. Hier aus dem Film Rocky Balboa, ja. Ist halt auch wirklich dann da, dann war ich da, und du musst auf jeden Fall so ein Chili Cheesesteak essen. Und ich so, wie, was ist denn das? Ja, das ist halt Steak, ist halt Käse, aber halt irgendwie als wie ein Steak gemacht. Ja, wir haben da ein bisschen, nee. Es gibt so zwei, ich werf das mal kurz dazwischen, es gibt so zwei Buden in Philadelphia, die ganz bekannt sind, und die machen halt auf unterschiedliche Art dieses Philly Cheesesteak. Ja gut, aber das Ding ist ja so, aber ich kannte nur das Philly, nicht das Filet, sondern das Philly, also wie Philadelphia, ja, Cheesesteak. Ja. Aber nicht das Filet. Also nee, das aber es ist wie Philly. Meinst du auch das Filet? Ja, ja. Ah, okay. Ich meine das Philly Cheesesteak. Nee, also da muss ich erst hier in euren Grill kommen, hier in eure Küche. Absolut, deswegen bist du auch heute bei Beast Kitchen, um das wahre Philly Cheesesteak zu genießen oder schmecken zu können. Wie viele Gigs hast du so im Jahr? Wenn nicht jetzt hier der die Corinna unterwegs ist? Nicht die Corinna in the house ist? 120. 120 Gigs? Wow, das ist eine Ansage, ne? Mhm. Da kommst du auch richtig viel rum, ne? Zu viel manchmal. Weißt du überhaupt dann manchmal auch, wo du bist? So, wo wachst du auf? In welchem Hotel bist manchmal, du? Manchmal, wenn es halt ganz viel ist, also so in Top-Zeiten, das war so gerade, als so in Amerika so elektronische Musik zum Beispiel ganz groß wurde, das war so um die 2015, 2016, ist ja noch gar nicht so lange her, vor 5 Jahren, da habe ich so im Schnitt nur Nordamerika 80 Shows gespielt, also 80 verschiedene Städte, ne? Wow. Also alles, von Atlanta, Miami, hier Philadelphia, New York, alles, Kanada, ja. Aber auch, und dann noch zusätzlich noch Europa, und dann habe ich auch noch Asien gemacht, also alles in einem Jahr. Wow. Und da ist halt so viel Zeit und Umstellung und so viel Reise, da, das ist schon krass. Muss auch nicht immer haben, also ich finde, das ist auch so, das brennt dich halt auch aus. Ne? Genau, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Aber bevor wir da weitermachen, darf ich dich bitten, einmal das Steak richtig schön
fein zu hacken, so in kleine, feine Stückchen, klar, so auf Shawarma-Basis. Also meinst du jetzt wirklich klein schneiden so, oder wie? Genau, so eine Art geschnetzeltes, ein bisschen kleiner vielleicht. Ne? Okay. Jetzt kommen wir auch, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade ansprichst, dieser Lifestyle. Sag ich mal, hat auch schon einigen Künstler teuer zu stehen gekommen. Ja? Wenn wir jetzt an DJ Avicii denken, ja, möge er in Frieden ruhen, der hat ja wirklich sehr teuer dafür bezahlt. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, ich meine, wenn du jetzt 120 Shows spielst im Jahr, das ist schon viel. Da geht aber immer noch mehr. Manche Leute, die machen auch noch mehr. Und manche, die kriegen das dann auch einfach nicht auf die Kette. Also bei mir ist zum Beispiel so, also ich habe mit Drogen nichts am Hut, habe ich ja noch nie gehabt. Also ich bin auch vielleicht einer der wenigen Techno-DJs, die überzeugt sagen kann, ich habe mit dem Gedöns nichts zu tun. Trinken wir dann zwar gerne mal ein, aber damit ist es auch. Aber manche, die kommen dann irgendwann auch nicht mehr anders klar, weil die einfach den Druck nicht aushalten, die Geschwindigkeit, Schlafentzug und so weiter. Avicii kannte ich persönlich selber sehr gut und habe mit dem auch viel gespielt. Auf Ibiza, Miami, Chicago hat er auch immer regelmäßig gespielt, weil wir den gleichen Booker hatten, also den gleichen Agenten, Booking-Agenten. Yeah. Und ich kannte aber auch seinen Manager, den Ash, und dem wurde natürlich dann irgendwie vorgeworfen, dass er derjenige welche war, der ihn da irgendwie unter die Erde gebracht hat. Fakt ist so beim Tim, also so hieß er wirklich, der Tim, der war halt sehr jung und der war da halt einfach, das war zu viel, ne? Mit Anfang 20 da dieses ganze Programm. Und ich meine, da war es ja noch extremer. Der hat dann in 3 Jahren hat er 350 Shows gespielt, ne? Und da war dann Ende. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, ihr könnt mich mal alle. Und das kann man auch gut nachvollziehen. Aber dann war vielleicht auch noch was anderes im Spiel. Vielleicht war er dann schon in so einer Depression. Mhm. Der hat dann ja aufgehört schon damit. Ne? Der hat sich ja schon verabschiedet. Da gibt es ja auch so eine Doku. Ja, ich weiß. Wo der dann halt dann auch wirklich da ganz krass drüber berichtet und da auch Einblicke zeigt, so auch im Krankenhaus, wie der da im Tropf liegt und so weiter. Denkst du, ey, das ist jetzt nicht inszeniert. Wieso machen die das? Ne? Und dann irgendwann ist er ja auch weg, hat er sich das Leben genommen. Ne? Also man muss da halt aufpassen. Und das Beste ist, Avicii, Steve Aoki zum Beispiel, kenne ich auch ganz gut, der weiß immer, dass ich jedes Jahr so 2 Monate alkoholfreie Phase mache. Ne? Immer so Januar, Februar, kein Alkohol. Und er sagt immer so, ey, mach Folgendes, trink gar keinen Alkohol mehr. Ich so, wie? Meint er, ja, sagt er, bist du noch fitter? Also manche Leute, wenn die richtig krass unterwegs sind, wie jetzt ein Aoki, der hat dann auch 3 Tourmanager. Das heißt, wenn der eine fertig ist, dann also nicht mehr kann, dann kommt der nächste. Und er selber, der ist wie ein Hochleistungssportler. Der ist wie so ein, keine Ahnung. Marathonläufer. Ja, und der isst danach, der schläft danach, der macht alles danach. Also ist krass. Nach seinem Beruf richtet er das alles ein. Ja. Aber komplett ohne Drogen jetzt. Ja, ohne Drogen, ohne Alkohol, gar nichts. Also der ist so ganz super gesund. Finde ich jetzt auch, weiß ich nicht. Ne? Also ab und zu kann man sich mal einen trinken und Spaß haben und so, aber muss jeder selber wissen. Aber die Gefahr ist halt da, ne? Vor allem wenn du viel reist und du kommst ja immer irgendwo rein in Clubs oder auf Festivals oder so, da sagen dann alle, hey Ahmed, pass mal auf, heute Abend, ne? Lang nicht mehr gesehen. Heute geben wir mal richtig Gas. Ne? So, und dann warst du aber schon vorher 3 Nächte vorher woanders. Vorher haben die sich auch schon einige Zeit nicht gesehen. Dann bist du entweder mit dem Zug oder bist geflogen, musst du einchecken, auschecken, das kommt ja alles dazu. Die meisten denken immer nur, ja, dann spielst du die Gigs. Du musst ja auch irgendwie da hinkommen. Du musst da hinkommen. Hinkommen, Hotel einchecken. Du stehst immer im Mittelpunkt, schon beim Ankommen. Du hast keine Zeit für dich zurückzuziehen. Ja, ja. Mogwai. Du legst auf, Mogwai. Du hast auch zu Ende gespielt, alle wollen noch mal zu dir, Mogwai, wo bleibst du dann? So, wenn du dann noch irgendwie mit falschen Leuten unterwegs bist, dann, weißt du, dann Kater ist davor bestimmt und dann manche, die kommen auch gar nicht mehr aus dem Bett und so, dann driften die komplett ab. So, wir müssen die Rinder oder die Filetspitzen noch ein bisschen kleiner machen, das sieht schon gut aus. Jungs, hätte ich das gewusst, ich hätte noch ein paar Messer hier mitgebracht. Gerade hast du die noch von denen gelobt, dass sie super sind. Die sind auch gut, aber wenn ich jetzt noch kleiner, dann wird's schon tricky. Okay. Aber ich bemühe mich, ne? Du machst das super. Ich danke dir. Was wäre denn für dich dein perfekter Ausgleich? So, du sagst ja, du bist viel unterwegs, ja, andere kompensieren das mit Drogenkonsum, ja? Was wäre denn dein Skill, sag ich mal, um abzuschalten, um Kraft zu schöpfen? Was machst du? Mein Skill? Ja. Das habe ich perfektioniert. Ich kann einschlafen auf einer Briefmarke. Du kannst einschlafen auf einer Briefmarke? Das heißt, nein, aber ich kann wirklich, keine Ahnung, ich könnte mich jetzt nicht auf den Stuhl setzen und spätestens in 10 Minuten schlafe ich ein. Das heißt, durch viele Reisen habe ich das so hingekriegt, egal wo ich bin, zu schlafen. Ob ich im Zug bin, im Auto, im Flieger, egal. Hast du das antrainiert oder wie hast du das gemacht? Ja, aber auch von früher aus dem Betrieb bei meinen Eltern.
Die sind ja schon immer um 4 Uhr angefangen. Da haben die immer Mittagsschlaf gemacht. Und nicht lange, immer nur so 10 Minuten, ne? 10 Minuten, Viertelstunde. Mhm. Und das, da bin ich Profi drin. So ein Powernap. Ja. Mhm. Und das ist für mich so, also das mache ich auch immer, egal wo ich bin. Geil. Also wenn ich dir sage, setze dich da ruhig mal hin für 10 Minuten, dann könnte es sein, dass du für 10 Minuten wegliegst. Könnte gut passieren. Okay. aber ich mache auch viel sonst so, ich gucke halt, auch wenn ich dann so unterwegs bin, dass ich jetzt hier kein Crap esse, dass ich schon gute Sachen esse, dass ich Sport mache, auch nicht übermäßig, jetzt nicht da, ich mache dann da keine riesen Kraftrekorde, aber ein bisschen Ausdauer, einfach fit. Fit halten. Ja. Einfach so ein Ausgleich. Ja. Du sagst, Crepe essen tust du nicht so gerne. Du achtest darauf, dass du überwiegend gesunde Sachen isst. Ja, also ich meine, klar, so Junkfood oder so, da kommt mal vor, aber ich habe mich da so dran gewöhnt, ich brauche das auch gar nicht mehr. Ja, also früher bin ich da öfter mal irgendwie zu MC Do oder, keine Ahnung, Pizza oder so. Brauche ich gar nicht. Während du gerade so dabei bist, wir könnten auch die klassischen 2 Fragen bei Beast Kitchen anschneiden. Und das wäre, du hättest jetzt die Wahl, zu Hause zu kochen, was richtig geil ist, oder lieber draußen essen? Was würdest du bevorzugen? Kommt auf den Ort an. Wie? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... Wie viel zu Hause hast du denn? Ja, ich bin halt in letzter Zeit viel gereist und war dann halt auch... komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Mal aufgewachsen, zur Schule gegangen in Recklinghausen. Dann habe ich aber 6 Jahre in Berlin gewohnt und aber auch halt 6 Jahre in Amerika. Und zum Beispiel Los Angeles, muss ich sagen, ey, da gibt es Lokale, so Malibu oder so, wo ich sage, so, wenn ich da jetzt wäre, würde ich sagen, dann lass uns mal lieber dahin gehen. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt hier im Ruhrgebiet bin... Wir sind jetzt hier im herrlichen Ruhrgebiet. Da würde ich sagen, zu Hause kochen. Wunderbar. Und was wäre da dein Lieblingsgericht? Ich habe ja Thai Curry für mich entdeckt. Ne? Thai Curry? Wow. Wie sieht das aus, oder wie? Hühnchen. Ja. Viel Koriander, Curry, Kartoffeln. Scharf, nicht scharf? Mittelscharf. Weil, wie gesagt, wir haben einen kleinen Mann zu Hause. Der muss immer gucken, dass der da noch mitmacht. Der macht aber alles mit. Ja. Deshalb kann ich das nicht so super scharf machen. Aber Thai Curry finde ich super. Ja, nice. Steak finde ich auch immer super. Sehr schön. Guck mal, da komme ich ja hier nochmal auf einen alten Kurs hier mit euch hier. Da wird sich der Papa freuen, wa? Der hat schon gefragt, soll ich nicht mitkommen? Ja? Ja, ich war vorhin bei denen. Grüße gehen raus, hättest du mal mitgebracht. Ja, der schlägt sich tapfer hier, der Sohnemann. Der hätte doch mitgeholfen. Der hätte doch gesagt, hör mal, geht er nicht schneller? Aber was machst du da? Geh mal beiseite, ich zeig euch, wie das geht. Da kannst du von ausgehen. Ja, der hätte uns hier weggejagt. Das ist doch, könnte noch kleiner, ne? Aber ich lasse mich mal überraschen. Das sieht gut aus. Du sagtest, du hast einen kleinen Mann zu Hause. Wie alt ist der Kleine? 3, 3,5. 3,5? Fast so wie meiner. Echt? Meiner wird jetzt 3. Ja, ja. Bester geiles Alter. Super Alter. Ja, mega krass. Dann geht's ab. Ein Wort nach dem anderen. Jeden Tag hat er 3, 4 neue Wörter gelernt. Ne, das ist mega Dann denkst du, wo kommen die denn her? Aber Frau? Frau Birte, die kommt wirklich aus Oerkenschwick. Die ist geboren hier. Die ist hier richtig verbandelt mit allem, mit Familie und so. Ja. Und die ist Schauspielerin, aber eigentlich gelernte, also studierte Juristin, hat aber nie als Anwältin gearbeitet, weil sie sagte, das wollte sie irgendwie nur machen, um was studiert zu haben, und ist dann direkt in die Schauspielerei gegangen und hat dann ein Jahr bei Unter uns gespielt, RTL. Ah, hör auf, ich bin doch ein großer Fan von Unter uns gewesen. Ja, ehrlich. Ey, guck mal, dann war sie bei... Dann kenne ich die bestimmt. Bestimmt. Ja. Dann war sie bei, da hat sie am Kinofilm mitgespielt, bei Konstantin, mit Kai, Jana. Und dann ist sie mehr oder weniger, sagte, komm, lass uns doch mal Berlin auschecken oder L.A. über die Schauspielerei. Und bei mir ist ja egal, ob ich jetzt in Oerkenschwick bin oder in Berlin oder in L.A. Also Musik ist halt weltweit, und dadurch, dass ich sowieso weltweit spiele, habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann sind wir halt auch da gelandet. Und und dann sind wir aber über einen Job, über alles, was zählt, den sie angeboten bekommen hat, sind wir wieder zurückgekommen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal alles, was zählt bei RTL. Also sie hat bei Unter uns gespielt, jetzt ist die bei alles, was war zählt. War sie bei alles, was zählt. Für einen war anderen. Sie. Und jetzt hoffe ich, dass sie vielleicht irgendwann mal nach GZSZ kommt. Und pass auf, und jetzt macht sie ihr eigenes Fitnessprogramm. Ah. Move It Mama. Für Move junge Mama. Mütter oder für werdende Mütter. Also Sport in der Schwangerschaft und danach, hat ihre eigene App. Stark. Und jetzt, damit ist sie voll ausgelastet und voll am Start, und da jonglieren wir halt. Der eine arbeitet da, der andere arbeitet da. Also wir haben jetzt auch keinen, der da hilft oder so. Wir machen das alles alleine. Sehr stark, sehr stark. Liebe Grüße an Birte.
Danke. Ja, sehr gerne, cool. Sehr gerne. Mogwai hat ja wunderbar das Fleisch schon klein geschnitten, oder das Steak. Ganz viele kleine Mini-Steaks. Hast du mal den Koch gesehen vom Weißen Haus? Ne. Schau dir den mal an. Wieso? Pah. Da bin ich ein Hering. Das ist so ein Vieh. Ehrlich? Gepackt mit Muskeln. Ohne Witz. And Andre Rush, der Chefkoch vom Weißen Haus. Ich war mal in Vegas, habe ich mal gespielt, im Palms. Das ist so ein Casino auch, wie es da ganz viele gibt. Und da war ich auch mit meiner Frau, also da waren wir noch nicht verheiratet. Und da waren wir, wie das immer so ist, vor einem Gig, wirst du da eingeladen zum Essen. Ne? Irgendwie sagen sie, ja, dann gehst du da unter Essen und so, geht hier auf Hotel oder wie auch immer Rechnung. Und sind wir alleine gegangen. Und da war da ein Tisch für 60 Leute. Und wir so, ey, was ist denn für eine riesen Tafel? Ne? Wer kommt denn hier hin? Wir saßen an so einem Zwei-Mann-Tisch. Ne? Und dann auf einmal, ich bin zur Toilette gegangen, weil da fällt mir jetzt ein zu großer Typ. Guck so, da stand neben mir Shaquille O'Neal. Der ist ja ein Riese, 2,12 Meter, glaube ich. Riesig. Ist so, ja. Der hat Geburtstag gefeiert. Und wir saßen also am Rand und haben uns das ganze Spektakel angeguckt. Ja, das ist ein Riese. Ja, das ist wirklich ein Riese. Wahnsinn. Ich meine, Schuhgröße 54 hat er, glaube ich. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Schuhgröße Yeti. Gorilla. So, Mogwai. Du bist schon lange in der Techno-Szene drin. Ja. Wie viele Jahre jetzt genau? Also meine ersten großen Mitte der 90er, 20, 25 Jahre. Wie hat sich so die Zeit verändert vom Techno früher zu heute, Zuhörer? Komplett. Also das fing ja früher an. Also ich bin damit angefangen, weil das so eine neue Musik war. Das war so ein bisschen wie, so ein bisschen verboten. Genau. Weil war das irgendwie so, da gab es ja auch ganz viele illegale Partys und es war halt anders, das gab es vorher nicht. Und jeder, der das irgendwie im Ansatz gut fand, der ist da aufgesprungen. Die Leute, die sahen auch irgendwie immer so ein bisschen verkleidet aus, immer so ein bisschen bunter. Karneval. Ja, so ein bisschen schon. So ein bisschen. Mhm. Und dann war dieses ganze Love, Peace and Happiness so groß. Also so diese Message, die auch von der Love Parade kam. Love Parade, die erste Love Parade auf dem Kudamm, da war ich jetzt noch nicht. Da waren dann irgendwie 500, 600 Leute. Genau. Ja, darauf war dann schon irgendwie 15.000. Dann auf einmal nachher bis zum Peak, Anfang der 2000er, waren dann auf einmal 1,5 Millionen Menschen da. Ne? Und das ist auf einmal so von so einem Underground-Ding in kleinen Kellerclubs einfach so ein riesen Mainstream. Monster geworden. Techno-Monster, so eine elektronische Musikszene. Und die habe ich auch dann irgendwo mitgeprägt, was ich selber gar nicht so wusste, weil wir haben einfach so weitergemacht. Ich habe immer Musik gemacht, Platten produziert, aufgelegt und dann wird das halt immer mehr. Und auf einmal, ja, war aber dann, also irgendwann ist es gekippt, dann war das nicht mehr nur noch so die Musik, sondern dann war das so, also es war irgendwie früher immer was ganz Besonderes, ein Abenteuer und heute ist das so, ich finde, die Leute zelebrieren die Mucke nicht mehr so, wie sie es früher mal gemacht haben. Heute ist mehr so dieses Ausgehen, ist so ein Showing-Off-Event, weißt du, so hey, mein Haus, mein Auto, weißt du, so die sehen und gesehen werden. Genau, die gehen es geht halt nicht mehr wirklich so um den Genuss, die Party an sich. Nee. Sondern nur noch so, ich komme mir heute mit G-Klasse an, hab das und das an. So ungefähr. Ja. Und dann geht es halt und dann auch darum, irgendwie so, ja, dann gehen sie auf das Festival, weil sie mal gehört haben, das ist irgendwie cool, da muss man hingehen. Aber haben eigentlich gar keinen Bezug dazu. Ist ja okay, man muss jetzt nicht irgendwie der Nerdy sein. Ne? Ich kann jetzt auch zu einem Rock-Festival gehen oder Hip-Hop-Festival und sonst mit der Musik nichts zu tun haben. Aber das war früher halt anders. Da waren dann halt, das war so wie so ein Mekka, weißt du, so wie so eine Religion. Da sind alle hingegangen und alle waren so eins. War auch so eine Art Lifestyle. Voll. So richtig Lifestyle, ne? Man konnte es auch wirklich so an der Kleidungsstil, sag ich mal, schon erkennen, wer was für eine Musikrichtung gehört hat. Das ist voll verschwunden jetzt in den letzten Jahren. Ne? Das war ja früher schon so, weißt du, da gab es so Psychabilly, Rockabilly, da gab es aber auch so Gruftis, weißt du so, die dann halt so schon, da wusstest du schon, okay, die sind eher so Emo, so Grufti-mäßig, so Dark Rave unterwegs. Du hast aber auch genauso Leute da gehabt wie die Heavy Metal Gang, weißt du, so die so lange Haare genau, und richtig. Alle am Iron Maiden T-Shirt. Da gab es auch die Hip-Hopper mit den breiten Baggy Jeans. Und heute rennen sie alle gleich rum. Alle gleich rum. Genau. Und der eine hört R&B, der andere hört Schlager und der andere, keine Ahnung. Ja, und sehen alle gleich aus. Früher konnte man wirklich schon am Kleidungsstil erkennen, wer was für eine Musikrichtung hört und zu welcher Gruppierung. Was ich eigentlich ganz geil finde, weil das so ein bisschen auch so, ja, das unterstützt, ist ja so, sagt so ein bisschen was über die Person aus und die Persönlichkeit aus. Und ich mag das jetzt, das ist ein guter Punkt, wäre ich sonst selber gar nicht so drauf gekommen. Aber es ist alles so jetzt so, alles so glatt gebügelt, weißt du, alles gleich. Ja, Mann. Alle gleich. Und genau wie Mucke, du weißt ja manchmal auch gar nicht, was im Radio läuft. Die meisten wissen gar nicht mehr, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, alle Farben, Mogwai oder ist das irgendwie DJ Snake? Ja, weißt du, so, die haben diese Verbindung auch gar nicht mehr so zu den Artists. Krasser Wandel, ne? Ja, ich will nicht sagen, aber ich finde es ein bisschen schade.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie, so wie du gerade gesagt hast, so alle glatt gebügelt aussehen. Ja. Das ist ja auch wirklich so, find doch deinen eigenen Style. Ja, ja, genau. Verstehst du mich mal? Nicht das, was alle machen, musst du dich dann auch direkt auf den Zug aufspringen. So, mach dein eigenes Ding. Und wenn die anderen 10 dagegen sind, dann sind die halt dagegen. Dafür werden dich vielleicht 2, 3 andere toll finden dafür oder deswegen. Oder schließen sich deiner Meinung an, sag ich mal. Ist ja genau wie Klamottenmarken, weißt du? Da gibt es dann irgendwie 5 Marken, die müssen sie alle haben. Ne? Ja. Da sind 5 Marken und wenn du die nicht hast, dann gehörst du nicht dazu. Ja, genau. Bullshit, ja. Das sagt überhaupt nichts aus. Ja, gar nichts. Das ist wirklich Bullshit. Kannst du auch im Kartoffelsack kommen. Wenn du ein cooler Typ bist, dann bist du ein cooler Typ. Genau, so ist das. Wunderbar. Kannst du Brot schon mal aufschneiden? Ja, sicher. Ich würze jetzt hier einmal das Fleisch mit den Gewürzen vom Becho. Ich habe jetzt hier Pfeffer. Wer ist ein Becho? Becho ist eigentlich ein Sponsor von mir. Ja. Ein türkischer Lebensmittelhersteller. Und der sponsort uns immer mit tollen Lebensmitteln. Geil. Wo ist der? In gut sortierte türkische und arabische Märkte. Wie möchten wir denn das Brot haben? So wie Baguette man schneidet, einfach zack, 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 zack. Nein. Wir müssen das Sandwich drauf machen. Ich würde die Kanten vielleicht nur wegschneiden. Okay. Und dann machst du 1, 2, 3 Stück daraus. Gut, dass wir darüber sprechen. Wunderbar. Wir haben auch nur ein Baguette. Mach das bloß richtig. Hast du wunderbar gemacht, Mogul. Wie ist das? Du bist jetzt wochenlang, monatelang unterwegs. Jetze hin und her, Miami, Ibiza, Shanghai. Wie ist das, wenn du dann wieder zurück ins wunderschöne Ruhrgebiet kommst? Beste. Ja? Was ist das Beste daran? Ja, einfach, ich habe ja auch lange in Berlin gewohnt und das war dann so, wenn ich in Tegel gelandet bin, dann war immer so, ja, jetzt bin ich halt in Berlin. Ne? Und wenn ich in Düsseldorf gelandet bin, dann wusste ich ja, okay, alles klar, 30 Minuten, 40 Minuten bin ich wieder im Ruhrgebiet. Und da war ich immer voll happy, war immer so, yay, yeah, alles klar, wieder zu Hause. Ja. Und das ist jetzt auch so, egal wo ich bin, dann ist immer so, hier lebe mich auf und habe ich die richtigen Leute. Du merkst ja selber, also man kommt einfach, auch wenn du unterwegs bist und du lernst Leute kennen, Deutsche, die kommen aus dem Ruhrgebiet, da ist sofort so. Da ist direkt Harmonie. Voll. Sympathie. Aber ist vielleicht bei Bayern genauso. Ja. Möchte ich aber nicht drüber, möchte ich nicht nachvollziehen können. Okay. aber Ruhrgebiet ist schon, ist halt Heimat, ne? Ja. Ich liebe das Ruhrgebiet. Immer wieder. So, ich habe jetzt hier zu dem Fleisch einmal die Zwiebeln und der Paprika mit hinzugegeben, was wir vorhin angebraten haben. Jetzt kommt nochmal hier Käse hinzu. Provolone. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. So, wir haben den Käse jetzt nochmal drüber gelegt, den Deckel nochmal zugemacht, damit der Käse richtig schön schmelzen tut. Wir haben jetzt hier ein französisches Baguette. Ihr könnt zu Hause ein Brioche-Baguette nehmen, das ist viel weicher. Und wenn ihr ein französisches nehmt, tut das ruhig in der Tüte, dass das ein bisschen weicher wird und nachgibt. Ihr könnt es rösten in der Pfanne, muss aber nicht sein. Ein Philly Cheesesteak. Und das sieht schon sehr cheesy aus. Richard, mach. Dankeschön. Was machen wir? Essen wir hier oder wo? Wir beißen hier vor der Cam rein. Wow. Dann können wir gleich gemütlich hinten essen. Mogwai, du hast was so Wunderbares gezaubert. Wir beide. Du hast den Burger und Steak gewünscht. Jetzt haben wir hoffentlich die goldene Mitte getroffen. Tipptopp. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal ein Philly Cheesesteak hatte, aber jetzt... Vielleicht fällt es dir gleich ein, wenn du, nachdem du reingebissen hast. Nee, mir fällt das nicht ein. Das wüsste ich, aber ich habe das so noch nicht gesehen. Das sieht doch immer mega aus. Okay, wunderbar. Und hier bei Beast Kitchen, ich sage immer wieder so, Bismillah und rein damit. Wie bitte? Bismillah und rein damit. Okay. Bedeutet im Namen Gottes und rein damit. Na, dann mal los. Hunger. Bismillah. Guten Appetit. Wow. Wow. Eine Geschmacksexplosion, Leute. Ihr wisst gar nicht, was ihr gerade verpasst. Mama mia, der Käse, das Steak, dieses Philadelphia. Mit dicke, also, mit richtig geile Beats. Mega geil. Aber ohne Flachs? Da hätte ich nicht gedacht, dass das so gut ist. Ja? Nee, das ist ja der Hammer. Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn. Geschmacksmäßig, so wie du sagst. Mega geil, ehrlich, direkt schon beim ersten Bissen. Kann ich nur jedem empfehlen. Juicy, saftig, beefig, mega geil. Wer kommt denn das? Meinst du, das kommt vom Käse? Ja. Käse hat saftiges Fleisch, reicht, geile Zwiebel. Mehr brauchst du nicht, manchmal nicht für ein geiles Rezept. Der Hammer. Wir haben Gewürz haben wir nur das genommen, ne? Salz und Pfeffer. Hammer. Salz und Pfeffer. Aber auch das Baguette ist mega dazu. Mega geil. Alles super. Mega. Mogwai. Was kann man von dir in der Zukunft noch erwarten? Was kommt noch von dir? Ganz viel Musik. Ich habe mein eigenes Label, Punks Records. Verlag, eine eigene Edition, die heißt Style M for Mogwai. Für alle da draußen, die coole Songs schreiben, schickt sie. Ich habe auch ein eigenes Management aufgemacht, zusammen mit Steffi Sauer. Die macht eigentlich Comedians wie Markus Krebs,
Und wir machen jetzt upcoming DJs, Producer nehmen wir unter Vertrag. Wir haben schon 9 Acts gesigned. Also wenn ihr da draußen cooles Zeug macht, coole Beats, wollt DJ werden oder Producer, guckt mal auf Mogwai Management auf Instagram oder bei mir auf Mogwai, also auf Instagram. Da findet ihr auch alle Kontakte und ja, checkt das mal aus. Mega geil, checkt das ab, Leute. Und lasst natürlich auch bitte einen Kommentar da für das, was euch heute am besten an der Folge gefallen hat. Und ein kostenloses Abo. Und bitte nachkochen. Absolut. Wenn ihr das auch nachgekocht habt, Mogwai markieren, Charo markieren und viel Spaß damit. Bis Kitchen. Ciao.